zur Rotunde. Es ist bald vorbei. Was hat Slade gemeint? Was wollten Sie auslöschen? Jetzt, wo du aus deinem Käfig raus bist, merkst du vielleicht, dass er seine Vorteile hatte. Es ist immer besser, eine Wahl zu haben, Mr. DeWitt. Egal, was dabei rauskommt. Ja. Und was ist, wenn du eines Tages merkst, dass deine Wahl dir nicht gefällt? Na gut. Nehmen wir das jetzt einfach mal so hin. Ich habe, was ihr braucht, Booker. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Aha. Oh. Man kann über Lady Comstock sagen, was man will. Sie hatte ein Auge für Mode. Wie du meinst. Ihr wisst jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Waren wir hier nicht schon mal? Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady. Comstock hatte ein Kind? In meinen Büchern stand nichts von einem Kind. Ausgerechnet die Stelle fehlte? Das war wohl kaum ein Zufall. Doch das Kind erkrankte und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. Aha. Comstock hatte also ein Kind. Sehr interessant, ein krankes Kind. Hier ist wieder ein Karabiner. Das ist mein Turm. Seht, Daisy Fitzroy mag meine liebe Frau ermordet haben. Doch das Kind bekommt sie nicht. Sie tritt nicht zwischen sie und die Prophezeiung. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Du bist Comstocks Tochter. Nein, unmöglich. Nein! Er will, dass du in seine Fußstapfen trittst. Nun, ich will einen Hund. Das heißt nicht, dass ich einen bekomme. Das ist doch mal eine Überraschung. So, wir haben hier drei Knacker. Hast du das geknackt? Dreimal Dietrich haben wir ja. Die Ermordung unserer Lady. Und das Foxpon mal mit. Foxophon. Für diejenigen, die mich liebten, war ich die freigebigste aller Seelen. Kein Schmerz, den ich ihnen verweigert hätte. Kein Verrat, den ich nicht freudig an ihnen begangen hätte. Und als ich die Herzen aller, die mich liebten, entflammt hatte, da sprach der Prophet: Du kannst nichts tun, wofür ich dir nicht vergeben würde. Denn Gott hat mir die Sehergabe verliehen. Und durch seine Augen betrachtet, wirst selbst du geliebt. Mhm. Ach, klar. Erstmal Geldbörse durchsuchen. Hier ist etwas Geld. Ja. So, gehen wir mal weiter. Die Rache des Propheten. Also die Musik passt doch wirklich. Der Innenhof. Ich passe durch die Stäbe, aber sie sind zu breit. Ich gehe mal vor und sehe nach, ob wir da weiterkommen.
da. Huch, was war das jetzt? Sehen Sie diesen Haken? Ist das? Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ah, ein Frachthaken. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung. F. Na? Okay. Sagen Sie es, wenn ich den Frachthaken holen soll. F. Warum funktioniert das nicht? F. Wenn ich einen Riss öffne und diesen Haken hole, kommen Sie vielleicht über dieses Tor. Ja, mache. Hä? Warum funktioniert das nicht? Na los. Schon dabei. Ah. Ich spüre, dass da noch mehr sind. Immer wenn ich unruhig werde, tauchen die Risse auf. Booker, sehen Sie diese Risse? Die könnten wir gegen Slates Männer einsetzen. Durch diesen Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. Nimm den da! Geschütz, schnell! Du kannst mich aufhalten! Gib alles, Soldat! Ach so, muss man gedrückt halten. Was schießt hier? Ach so. Mich gehen. Ich kann nichts finden. Comstocks Schoßhündchen hat tolle Tricks auf Lager. Weißt du, was du da hast, Booker? Es reicht, Slate. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns, so oder so. Slate! Aus. Oh, Magazinvergrößerer für die Pistole. Naja, nehmen wir doch mal glatt mit. Aber mehr gibt's hier nicht. Im Moment. Na gut. Ich hab Geld gefunden. Bedarf? Nimm mal her damit. Gut. Salz, Verbandszeug, nehmen wir alles mit. Halt die Augen auf nach dieser Schockjockey-Kraft. Finde Medizinkits.
Ah, nee, F, Medizinkits. Aber Moment. Wie viel Kohle haben wir? Nee, zu wenig. Ah, Schadensboosts kann man hier kaufen. Aha, sehr schön. Was haben wir gerade? Präzisionsboost für die Schadensbonus für die Sniper. Präzisionsboost für die fürs MG. Nehmen wir auch mit. So, können wir uns noch was leisten? Nein. Lass die Kraft namens Sog den verhassten Albatros vernichten. In Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Welt. Zu rar ist jener Schlag von Mann, der Heulen und Schreien Vaterlandswald. Doch hier in Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Welt. Lechmännerbucke, dazu wird Comstock uns machen. Mit Drähten und Hebeln, statt Köpfen und Herzen! Bucke! Was? Ich handle! Siehst du, Booker? Vielleicht bist du noch der, den ich kannte. Vielleicht auch nicht. Es spielt keine Rolle. Comstock hat unsere Geschichten und unsere Seelen ausgelöscht. Jetzt will er mich kriegen. Und wenn ich weg bin, bleibt nur noch die Lüge. Okay. Gib uns einfach, was wir brauchen. Ja. Wo geht's jetzt lang? Ah, da hinten durch die Tür. Kriegst du das auf? Mal sehen, was ich tun kann. Bitte. Danke. Kaffee nehmen wir doch gerne mit. Oh, ein Tresor. Benötigt 5 Lockpicks. Knacken nicht möglich. Der Laden wurde geplündert. Hier gibt es keinen Schockjockey. Slade muss es mitgenommen haben. Da! Hm? Was ist da? Nein, kriegen wir nicht auf. Da fehlen uns 2 Dietriche. Fußabdrücke. Ist das? Slade. Er ist hier. Überwältige Slade. Wie the Serpent Soldier's Death. Comstocks Schiffe. Er kommt wegen Slade. Es war Slade, der bei Wounded Knee für sein Land tötete. Es war Slade, der die Tore Pekings stürmte. Slade! Slade! Comstock kommt, Booker. Aber uns zu töten wird ihm nicht reichen. Oh nein, er will uns auch noch in Blech verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Er hat mir meine Vergangenheit geraubt, aber mehr bekommt er nicht. Gib uns endlich diese Kraft, das muss doch nicht sein. Jungs, auf, Jungs! Der Soldatentod wartet. Och, Mensch. Wir wollen eigentlich nur dieses Kraft haben. Ist doch eigentlich gar nicht nötig, dass wir hier alle platt machen müssen. Fang Munition. Perfekt geteilt. Nicht der Booker, den ich kannte! Blechmann! Blechmann! Wo ist denn Blechmann?
Danke dir.